unten fallen die Bäume um. Schön, einfach nur schön. Moje, grüß dich, John. Na, alles gut bei dir? Erika, du hast mal Herzen raus. Das ist voll lieb von dir. Los, meine Zwerge, wir sind auf. Hey, Hilbert, dankeschön. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Werter Graf von Zwerg, ich erfrage untertänigst, an welchem Orte mein bescheidenes Anwesen geplant werden soll. Natürlich im Kern, ja, im Stadtkern, Hilbert. Ist schon geplant, ja. Kann ich das umbenennen? Nein. Hofstätte Stufe 1, ja, Hilbert, du wirst natürlich mit dem Clan gleich untergebracht, mit der Sippe, ja. YouTube schon lange dabei, erstes Mal Stream, machst du super, dankeschön John, das ist sau lieb von dir. Ich hoffe, du bist öfter da. Das freut mich, dass du Spaß an dem Ganzen hast. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt aktuell? 5 Bauholz, das wird alles irgendwo unterwegs sein, nehme ich an. Der Ochse, den wir haben hier irgendwo, genau, einen Anbindebalken, den werden wir verlegen, das geht tatsächlich. Damit er hier nämlich raus ist, jetzt liegen hier noch ein paar Vorräte, aber der Anbindebalken, der ist jetzt schon mal an einem Sträßchen dran, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und der Ochse ist jetzt hier mit der Margret, ist er jetzt unterwegs und holt das Holz und bringt das an die Baustellen ran. Also da ist schon mal gut Betrieb auch so. Mit Margret. So. Margret, bist du's? Oh Gott. Los, meine Zwerge. Spelti, ein wunderhübschen. Dankeschön für 100 Bittis, ey. Spelti ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Darf ich mich für die Gaststätte anmelden, Zwergschnitzel? Spell die selbstverständlich. Das ist natürlich gar kein Problem. Hilbert Zinft ist immer, danke dir. Und haut 100 Bits raus. Luca, ein wunderhübschen. Was, Margret? Ja, genau. Margret. Schön. So, wie schaut's mit einem Holz aus? Wir bauen auf. Sehr gut. Das heißt, es sind natürlich jetzt lange Wege, die wir hier haben, weil wir natürlich schon die Stadt gleich weiter weg vorplanen, an einen schönen freien Platz und nicht direkt in den Wald reinbauen. Aber dafür schaut das dann später hoffentlich auch viel besser aus. Aber das ist ja okay. Was wir machen können, meine Lieben, ist erstmal euch allen danken für den ganzen Kosmos Support. 367 liebt Kosmos. Den Stream. Dankeschön. Subscribe. Nicht mehr weit bis zur 24 Zwerg. Salut. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Kosmos, danke dir vielmals. So, meine Lieben, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden dieses Eck hier ein bisschen teilen, damit die Stadt nicht so ein... Weißt du, dann schaut das so klar aus. Das mag ich nicht. Es muss ein bisschen real aussehen. Das heißt, wir gehen bis hier rein und teilen das so ein bisschen schräg auf hier vom Bau her. Das kostet uns jetzt für 7 weitere Hofstätten... kostet uns das 14 Holz. Das ist natürlich viel Holz. Aber dafür haben wir dann etwas, wir könnten, wie gesagt, das könnten wir auch alles ein bisschen kleiner machen. Dann hätten wir zum Teil auch, ja, nur so kleine Gärten und sowas. Wir könnten das auch so machen. Bisschen wild vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so will tatsächlich. Ich finde das eigentlich so ganz cool. Bisschen kleiner, so. Haben die oberen vielleicht auch noch die Möglichkeit, auf der anderen Seite, nach hinten raus sozusagen, ein bisschen größere Teile zu haben. Ich finde das gar nicht schlecht. 14 Holz brauchen wir, haben 11. Gut, dann merken wir uns das mal. Hallo, Uck, auch einen wunderhübschen. Was bedeuten die Zeichen oben? Also, nicht zugewiesene Bevölkerung haben wir hier. 2 Leute. Ja, also Familien. 2 Familien.
Das bedeutet, zwei Familien sind jetzt zum Beispiel da und bauen hier Gebäude auf. Ne? Die kümmern sich darum. Drei Familien haben wir zugewiesen, das sind unsere Holzfäller gerade. Und das ist gar nicht schlecht. Markus, dankeschön. Markus unterstrich der unterstrich Franke ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Schönen guten Nachmittag und jetzt Männerlords genießen. Jawollingen. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß und Freude. Würde ich mir sehr wünschen. Vielen, vielen lieben Dank dir. Okay, weiter geht's mit dem Symbol hier. Wohnraum haben wir hier oben. Das heißt, die Familien, die haben momentan, wir haben gar keinen Wohnraum zur Verfügung, bauen aber an acht Gebäuden hier, um Familie unterzubringen. Wir haben April, wir sollten das auf jeden Fall hinbekommen, bis der Winter naht. Also das sollten wir durchaus machen. Mutter, grüß dich. Ich denke nicht, dass jede Einheit einen Garten benötigt. Es können ja auch Gemüse, Obst auf dem Markt verkauft werden. Genau das ist der Plan, den ich jetzt hier sozusagen mitverfolge. Einmal ein bisschen die Grundinfrastruktur zu schaffen. Wir haben nur noch Essen für 2 Monate. Wir müssen langsam mal tätig werden. Die Obdachlosigkeit ist natürlich ein sehr gewaltiges Problem. Die Gesamtbevölkerung liegt bei 10 Personen. Das ist wenig. Die Moral sinkt auch. Die öffentliche Ordnung ist aber da und das Regionsvermögen ebenfalls. Wir haben einen Ochsen und wir haben auf jeden Fall, die Vorräte werden gerade durchnässt. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt gerade angenehmer. Wir sollten aber auch mal jetzt unsere Leute ein bisschen abarbeiten lassen. Na, weil wir brauchen das Bauholz und so weiter. Das wird jetzt alles hier nach und nach geholt werden. Was wir natürlich machen könnten, um die öffentliche Ordnung etwas wiederherzustellen, ist, wenn wir hierher gehen und sagen, wir wollen jetzt hier mal unsere 5 Familien, warte mal kurz, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, genau, dann haben alle unsere Leute erstmal einen Wohnraum und wir machen jetzt erstmal alle Gebäude hier auf hohe Priorität, damit die jetzt erstmal gebaut werden. Der Brunnen ist fertig und das heißt, Wasser ist auch verfügbar. Sehr gut. Gut, das heißt, wir werden jetzt schauen, dass unsere Leute hier sich nicht mehr um alles andere kümmern, was hier oben gerade ist, sondern auch ausschließlich unten rangehen an das Zeug. Wir bauen auch jetzt noch nicht mehr neue Häuser, zumindest im Moment nicht, sondern wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Was wir auch machen werden, wir werden ein wenig aus dem Holzbusiness rausgehen und werden hier gleich mal die Nahrungsmittelbeschaffung wieder anstarten. Und das heißt, wir werden hier mal schauen, dass wir unsere Bärenbüsche hier mal abfarmen und gleichzeitig hätte ich ganz gerne unser Jagdgebiet hier ein bisschen in rangebracht. Da werden wir die Tiere dann auf jeden Fall auch dann jagen dürfen. Das bedeutet, hier werden natürlich jetzt auch dann die nächsten Bewohner dann ihre neuen Passionen nachgehen. Autosave. Ich finde, das kann man machen. So früh im Stream? Ja, wegen Männerlords, weil wir jetzt ab 16 Uhr schon reinschauen dürfen. Und das wird jetzt die nächsten Tage wohl sehr viel häufiger kommen, dass ihr Männerlords bei mir hier seht. Weil das kommt ja am 26. dann raus. Und bis dahin möchte ich natürlich jedem, der da Interesse hat, auch ein bisschen was bieten. Damit man schon mal so ein bisschen ersten Eindruck gewinnen kann. So, wie gesagt, die Häuser sind jetzt hoffentlich in Arbeit. Die Familien brauchen Unterkunft. Ich hoffe, hier wird sehr viel gebaut werden. Also wäre schon schön, wenn sie einfach mal das Haus fertig bauen würden. Ja, schaut euch mal das Wasser und die Spiegelungen und so an. Das schaut halt so gut aus auch. Hatten wir das schon mal angespielt? Ja, in einer etwas früheren Version. Haben wir schon mal, das war mal ein Wochenende, glaube ich, in so einer Demo-Version verfügbar. Da konnte man mal so ein bisschen anspielen. Das war, glaube ich, nur Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie so. Gut. Gut, werden die das hier bauen und das werden sie auch machen, wenn wir mal hier weiter
dem Straßenverlauf folgen. Und hier abbiegen. So. Das hast du schon zweimal gespielt. Naja, wir haben einmal, ich glaube, das konnten wir einmal spielen in diesem Beta-Wochenende. Da konnte man da reinschauen und das war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Zangwell ist am geilsten. Zangwell, danke dir. 100 Bits raus. Für das Bötzenburg 2 und dem frühen Stream. Ach, danke schön, Zangwell. Vielen Dank für 100 Bits. Bötzenburg ist halt einfach geil, ne? Okay, hier sind die bauen irgendwas. Die sind zum Bauen abgestellt worden. Ach, die bauen ihre Marktstände auf. Ups, jetzt bin ich ein bisschen arg weit rausgekommen. Das ist es natürlich. Die haben ja hier oben ihre Versorgungsgebäude. Und hier unten bauen die jetzt ihre Marktstände auf, um ihre Sachen, die sie holen, dann an den Mann zu bringen. Markus. Sub an Pippa Philippa. Vielen lieben Dank, Markus, der Franke, für den Verschenken an Pippa im 43. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Nein, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Und Alucard dir ebenfalls. Optisch könnte das ein Kingdom Come sein. Alucard, ja, doch, durchaus, ne? Das nimmt dich mit, ne? Also es ist auch glaubhaft, so wie das aussieht. Oh, wie gesagt, der Horizont schaut halt mega gut auch alles aus. Wenn die Vögel dann hier so fliegen und so, das ist halt, schaut alles fett aus. Das gefällt mir. Ja, wir lassen die jetzt erstmal alle machen, was sie so wollen, ne? Und dann ist das gut so. Haben die hier was zu essen? Ja, die haben zwei Bären zum Beispiel eingelagert. Hier haben wir Tierkadaver, vorübergehende Ressource. Ah ja, guck mal. Hier gibt's nur frische Schnitzels. Kleine Schnitzelchens für euch. Zwergonien vor hunderten Jahren. Ja, genau, Tech. Wir haben schon wieder einen Monat mehr, ne? Also wir halten wieder die Nahrung für 3 Monate. Das ist schon gut. Die Wege sind natürlich jetzt ein bisschen weiter, weil wir die Stadt gleich schon da hinten geplant haben. Wir hätten natürlich auch hier oben erstmal 3-4 Häuser auch etablieren können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie stark lastet das Spiel den PC aus? Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was die noch machen. Momentan muss ich sagen, ich habe alles auf Ultra. Und meine Grafikkarte ist ja nicht die stärkste, ehrlicherweise, aber das spielt sich trotzdem gut. Oh, guck mal hier, er. Bring das Schnitzel erstmal weg. Ja, ah, er geht jagen. Könntest du die Symbole weiter erklären? Selbstverständlich. Also pass auf, wir hatten die Familien, wir hatten hier die Zufriedenheit, das ist die Moral. Momentan sinkt unsere Moral sehr bedrohlich sogar, weil die Leute natürlich obdachlos sind und nicht unbedingt Bock haben, draußen im April in der Prärie zu pennen. Das ist nachvollziehbar. Da hinten ist ein Tier. Und das ist natürlich so eine Sache. Dann, das hatten wir hier oben, glaube ich, alles schon erklärt gehabt. Also wie gesagt, das ist jetzt für uns relativ elementar. Oh, er hat jemanden. Hat was. Ist relativ elementar, dass wir unsere Buden jetzt fertig bekommen, damit die Leute einen Schlafplatz haben. Ich glaube, das ist sollte unser oberstes Ziel aktueller Art sein. Dann geht es auch allen ein bisschen besser und dann können wir auch langsam anfangen, etwas unsere Bevölkerung zu steigern. Oh, der hat was erlegt. Sehr schön. Dann haben wir hier unsere aktuelle Siedlungsstufe, ist Siedlerlager. Mehr haben wir noch nicht. Unser Auftrag ist es jetzt, Hofstätten zu bauen. Und zwar, wir brauchen mindestens 5. Und genau das haben wir auch vor. Er hat einen Hirsch geschossen und zieht ihn jetzt erstmal aus dem
Waldstück raus. Der hat einen ganz schönen Weg vor sich, aber das kriegt er hin. Genau. Hier baut sich auch die nächste Unterkunft schon und da sind die auch bald fertig sogar. Das freut mich, dass sie hier mal vorwärts kommen. Das ist sehr, sehr gut. Genau. Dann geht's weiter. Hier oben haben wir die Gebäude. Da haben wir zur Errichtung neuer Gebäude werden und deren Ausbau werden eben diese Rohstoffe benötigt. Nahrungsressourcen, also alle Nahrungen, die es gibt. Fleisch, Gemüse, Beeren, Brot, Eier, Äpfel, Honig und so weiter. Ne? Dann haben wir hier Brennstoff. Wir haben 20 mal in dem Fall Brennholz. Das müssen wir an einem Schlagplatz vorbereiten. Dann haben wir Feldfrüchte, alles was du so anbauen kannst. Handwerksmaterial, da gibt es natürlich auch einen Haufen, was du nutzen kannst, dann um Weiterverarbeitung zu betreiben. Verbrauchsgüter sehen wir hier und Militär. Verbrauchsgüter ist das, was deine Bevölkerung ganz gerne hätte und was die ganz gerne in ihre Häuser reinschleppen. Ja? Und Militär ist alles das, was dann wichtig wird, wenn du Heere aufstellen möchtest. Genau. Ansonsten hast du hier natürlich den Herrscher mit seinem ganzen signifikanten Schild. Ja? Dann hast du die Schatzkammer. Persönliches Geld kann für diplomatische Zwecke und zum Anheuern von Gefolgsleuten oder Söldnern sowie zur Besiedelung neuer Regionen verwendet werden. Wir haben hier jährliche königliche Steuer, es werden keine Steuern erhoben. Einfluss, erforderlich für Diplomatie und das Erheben von Ansprüchen oder Gunst des Königs. Das sind so die Herrschersachen und das ist so die Siedlungsmaterialien. Hier sehen wir jetzt gerade, hier wird gleich ein Haus fertig. Das ist ziemlich in Fertigstellung. Das erste Dorfgebäude, was wir hier haben. Da wird gerade der Zaun noch hochgezogen. Und dann sind wir hier ready. Wie gesagt, Geld müssen wir auch relativ bald verdienen. Aber das ist jetzt für den Moment erstmal noch in Ordnung. Jetzt ist es fertiggestellt. Unser erstes Häuslein steht. Das bedeutet, die erste Familie darf hier einziehen und erstmal sich waschen. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich an. Schauen wir mal schnell. Brennstoff wird hier benötigt, da müssen wir uns drum kümmern jetzt als nächstes dann auch. Sammelt Beeren, transportiert, ruht sich zu Hause aus. Dorothea ist schon daheim. Mensch, gut. Genau, und wir warten jetzt einfach, bis hier die Häuser nach und nach gebaut werden, um dann weiter auszubauen. Wir werden, wie gesagt, was wir dringend brauchen, ist natürlich Brennholz, das ist klar. Und da müssen wir dann auch schauen. Aktuell ist das erstmal so, dass wir hier unsere Leute haben. Haben sich jetzt eigentlich auf dem Marktplatz schon die Siedlungsleute Stände gebaut? Ja, guck mal hier. Ein Lebensmittelstand hat sich hier etabliert. Und hier verkauft wahrscheinlich dann der Bären- oder der Jägersmann verkauft hier seine Sachen. Das freut mich. Kann man selbst zum König aufsteigen? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Natürlich, wenn dann eh klar, dass wir viel besser wären als König. Der König hat keinen Chat. Ja. Ganz klar, oder? Verstehe die Frage nicht. Blackwing, dir auch einen wunderhübschen guten Abend. Hi. So, schauen wir unser neu gebautes Häuschen nochmal an. Hier so ein bisschen Unrat im Garten. Das werden wir aber noch hübsch machen. Denn wir lassen die Leute hier natürlich als allererstes mal ein Gemüsebeet anlegen. Ist doch genau richtig. Hier können sie erstmal schön im Garten ein paar Rüben ziehen. Da kommt Schnitzel an. Schön. Die Prio ist erhöht. Galantis, die Prio haben wir schon für die Gebäude erhöht. Ein Radverbär auch, dir. Gibt es schon eine Preisinfo zu dem Spiel? Oh, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe bisher tatsächlich, ich habe mal so einen Preis im Kopf, ob der noch aktuell ist. Ich kann es dir nicht sagen. Schau mal, wie die Bäume sich bewegen, ja, auch durch den Wind jetzt gerade. Oh, wir haben sogar mehr Nahrung zugebekommen. Also, wir haben Brennstoff für 16 Monate und Nahrung für 4 Monate. Okay, 4 Monate, wir bauen Nahrung auf. Das ist ein gutes Zeichen gerade. Die Zufriedenheit letzten 30 Tage ist, also die Obdachlosigkeit wird schlimmer gerade von der Zufriedenheit her. Das heißt, ist gut, dass wir jetzt ein Haus nach dem anderen hochzimmern. Das sollten wir durchaus weiter im Blick behalten.
Und nicht, vor allem nicht trödeln jetzt. Das muss jetzt laufen. Ich gönne dem Entwickler, wie gesagt, dem, der alleine überwiegend das entwickelt hat, gönne ich natürlich seinen jeden Euro, den er damit einnimmt. Absolut. Wohlverdient. Ah ja, er hat auch einen Stand und verkauft dann dort Beeren. Okay, wir werden das immer ein bisschen im Blick behalten, wie am Markt eigentlich was da ist. Wir haben einmal Fleisch wird am Markt verkauft. Ah ja, da hängt das Fleisch auch, guck. Tatsächlich. Schön. Es ist einfach nur schön, oder? Ich schau mal schnell, ob ich eine Info vom Entwickler habe. Was ich sagen darf. Nicht, dass ich irgendeinen Quark erzähle. Steht auch nichts drin. Enjoyment Awards. Ja, das werden wir auf jeden Fall, das werden wir tun. Der Regen ist aber auch schon ein bisschen bitter. Ganz kurz, hier unten haben wir noch die aktuelle Saison, in der wir uns befinden. Grün bedeutet Frühling. Ja, da sind wir gerade, März bis Mai, häufige Regenfälle, saisonale Ressourcen werden aufgefüllt. Sommer, Juni bis August, Feldfrüchte wachsen, mögliche Dürreperioden. Herbst, September bis November, Ernten, Pflügen und Aussaat von Nutzpflanzen. Winter, Dezember bis Februar, die saisonalen Ressourcen sind aufgebraucht, der Brennholzverbrauch verdoppelt sich, ein Mangel an Brennholz kann Erfrierungstode verursachen. Das Scheren von Schafen ist verboten. Das ist erstmal das noch. Ja, meine Lieben, ich glaube, dann sind wir da erstmal drin. So, wir haben ungeschützte Waren. Die hier gelagerten Waren sind anfällig für Wetterschäden und müssen in ein Lagerhaus gebracht werden. Das ist sicher. Aber das werden wir auch erstmal tun, sobald wir unsere Wohnhäuser fertig haben. So, und auch Lebensmittellager ist das gleiche Problem und Obdachlosigkeit ist ein großes Problem. Und das sehen wir auch an der allgemeinen Zufriedenheit. Das Wachstum der Bevölkerung ist bedrohlich niedrig. Hilbert Zinft ist am Geist und haut 100 Bits raus. Wer hat scharfe Scheren verboten? Ich sicher nicht. Okay, gut. So, wie gesagt, wir haben auch Bauholz mittlerweile gut gelagert. Das ist gar kein Problem. Wir haben jetzt, warte mal, 5 Familien haben wir. Fast 3 Häuser stehen schon. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir die Prio nacheinander hoch. Damit die nächsten beiden Häuser zuerst fertig bauen. Und danach machen wir das Stück für Stück raus, damit das ein bisschen geordneter gerade geht. Ja. Ich bin gewitterig heute, ha? Schön. Auch wenn es gerade nicht so schön ist. Schaut halt gut aus, einfach. Sieh, ich suche gerade, wo das Gewitter gerade ist. Müsste eigentlich von hier hinten irgendwo blitzen. Ja! Alter! Es schaut schon gut aus, einfach. Wenn das so blitzt und die. Schaut mega, mega, mega hübsch.
Die haben Vorräte Schäden erlitten. Da sind ein paar Brote, die natürlich ein bisschen einsauen gerade. Aber das können wir, wie gesagt, es wird tatsächlich gerade ein bisschen besser mit der Obdachlosigkeit. Ah, es ist schön, das ist gut. Haben die eigentlich schon irgendwas angebaut? Hier haben wir jetzt eine Hofstätte mal. Wasserzugang ist da, Kirchenstufe nicht. Markt ist alle Bedürfnisse nicht erfüllt und eine Kriegsausrüstung hat hier niemand. Okay. Na gut. Burns, wunderhübschen guten Abend, hi. Hier kommen die Leute. Das ist unser Bautrupp. York. Und? Wer ist der andere? Peter. York und Peter sind hier am Start und kümmern sich erstmal um den Ausbau von einem weiteren Wohnhaus. Wie gesagt, wir müssen das sehr, sehr schleunigst jetzt hinbekommen. Ach, wir haben die Brotsuppe erfunden. und wie die schmeckt. Hey Burns, guten Abend, ja. Josimo, einen wunderhübschen. Endlich! Jawohl! So, meine Lieben, dann haben wir jetzt hier die nächste Hütte fertig. Dann reaktivieren wir auf jeden Fall dann gleich mal hier wieder ein weiteres Gebäude auf die nächste Stufe. Und wir werden bei dem zweiten Haus, werden wir mal unsere letzten verbleibenden Kröten ausgeben, um Hühner zu halten. Ihr hebt schon aus, das ist gut. So. Irgendwas sagt mir, dass ich ein Lager anbieten würde. Machen wir auch, sobald wir die Wohngebäude fertig haben. Sobald unsere Zufriedenheitsproblematik tatsächlich gelöst ist, werden wir auch mehr in die Richtung investieren, ja. Wie gesagt, ich bin ja schon heilfroh, dass wir jetzt schon mal das zweite Haus fertig haben. Das dritte ist auch gleich fertig. Und dann haben wir schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung schon schön in Wohnraum gebracht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hoffe jetzt mal, diese unglaublich lange Nacht mit dem unglaublich langen Regen geht irgendwann mal zu Ende. So, nächste Hütte ist fertig. Jetzt sollte dann die Zufriedenheit aber deutlich steigen, hoffe ich. So, hier haben wir das nächste Gebäude auf hoch definiert. Ja, und so werden halt weitere Familienmitglieder sich immer weiter hier anschließen. Beziehungsweise in dem Fall war das, ja, hier. Lebensmittelstand ist sogar verfügbar, sagt er, weil Brot da liegt. Gut. Das heißt, durch jedes weitere Haus, was hier fertig wird, werden wir natürlich auch eine gewisse Effektivität mehr dazu bekommen. Um was geht's in dem Spiel? Wir haben eine schöne, wie soll ich sagen, eine Siedlung zu errichten und auch zu unterhalten und sich gegen angreifende Feinde zu wehren. Auch das ist mit Sicherheit hier eins der Kernprobleme, die wir zu bewältigen haben in naher Zukunft. Wir werden den Arbeitsbereich mal verändern. Und zwar, ich würde ganz gerne hier dieses Wäldchen... Eigentlich würde ich das ganz gerne lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Wäldchen mal ein bisschen angraben. Ist ein bisschen weiter weg, aber das macht mir gerade gar nichts. Wir haben ein bisschen Ressourcen auf Hand.